Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Eigenschaft zu beweisen. Eigenschaft, die gültig ist für jede beliebige natürliche Zahl n. Also beginnen wir die Induktion mit der kleinsten natürlichen Zahl, das heißt mit 0. Wenn n 0 ist, dann lesen wir hier 0 streng kleiner als 2 hoch 0. Und da 2 hoch 0 gleich 1 ist, ist diese Ungleichheit erfüllt, dann und genau dann, wenn 0 streng kleiner ist als 1, was offensichtlich okay ist. Wenn n 1 ist, lesen wir 1 streng kleiner als 2 hoch 1. Und diese Ungleichheit ist richtig, dann und genau dann, wenn 1 streng kleiner ist als 2, was ebenfalls okay ist. Jetzt nehmen wir an, dass die Eigenschaft stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k größer gleich 1 und werden anhand dieser Annahme beweisen, dass die Eigenschaft ebenfalls stimmt für die darauffolgende Zahl k plus 1. Wir starten mit k plus 1 und wissen durch die Induktionshypothese, dass k plus 1 streng kleiner ist als 2 hoch k plus 1. Und da die Zahl k größer gleich 1 ist, wissen wir, dass 1 streng kleiner ist als 2 hoch k. Eine Zahl plus sie selbst, das ist 2 mal diese Zahl. Und 2 hoch 1 mal 2 hoch k, das ist 2 hoch k plus 1. So haben wir letztendlich bewiesen, dass k plus 1 streng kleiner ist als 2 hoch k plus 1. Somit haben wir also die gewünschte Ungleichheit bewiesen, was den Beweis von dieser Eigenschaft abschließt.